Hallo, ihr seid auf dem Kokosöl-Blog von 100 Pro Bio. Kokosöl tut den Haaren gut. Es kräftigt diese mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen und macht sie somit stark gegen alle Umwelteinflüsse. Wer beim Waschen der Haare mit natürlichen Stoffen die Kopfhaut und das Haar sowie seinen Geldbeutel schonen will, passt jetzt gut auf. Hier kommt ein Rezept für ein selbstgemachtes Shampoo. Es regeneriert trockenes und sprödes Haar und es macht mattes und stumpfes wieder weich und glatt. Das sind die Zutaten. 6 Esslöffel geriebene Kernseife, 4 Esslöffel heißes Wasser, 2 Esslöffel Apfelessig und 2 Esslöffel Kokosöl. Und so rührt ihr euer eigenes Shampoo an. In einem warmen Wasserbad werden alle Zutaten langsam gemixt. Lasst den Schneebesen so lange kreisen, bis eine homogene Masse entsteht. Diese wird in einen verschließbaren Glastiegel gefüllt. Achtet darauf, dass ihr euer selbstgemachtes Shampoo innerhalb von 6 bis 8 Wochen aufbraucht. Die Anwendung ist einfach. Gebt je nach Haarlänge einen vollen Esslöffel oder eben mehr vom selbstgemachten Shampoo auf die nassen Haare und massiert es mit den Fingerspitzen ein. Danach spült ihr es gründlich aus. Mehr Videos, wie wertvoll und vielseitig Kokosöl ist, findet ihr auf dem Kanal von 100 Pro Bio. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Tschüss!